Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich spreche heute mit einer wunderbaren Ärztin über das Thema Müdigkeit, Antriebslosigkeit und wie sich solche Phänomene in unserem Alltag einschleichen, welche Ursachen das haben kann und wie wir möglichst schnell wieder in die Aktivität und Dynamik im Leben kommen. Das werden wir heute besprechen. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Alexandra. Hallo, Corinna. Schön, dass du wieder da bist. Wir hatten ja schon einige Interviews miteinander. Du hast ja ihr habt eine Klinik mit dem Professor Dr. Rau zusammen, gell? Wo ihr wirklich... Genau, die Sonnenberg-Klinik, ja. Die Menschen wirklich ganzheitlich betreut. Zum Thema Müdigkeit, vielleicht auch chronische Müdigkeit. Was ist für dich gerade da so wirklich der springende Punkt, wo du sagst, hey, das ist jetzt auch ein wichtiges Thema, da sollten wir jetzt wirklich mal drüber sprechen? Dass es immer häufiger vorkommt. Ja, also das ist was es früher viel weniger gab. Da war mal einer mit dabei, so zum Beispiel, als ich zur Schule, ist genau das Gegenteil, zur Schule gegangen bin in der ersten Klasse, da hatten wir ein Kind, wo man damals Zappelphilipp zusagte, wo es heute oft mehrere Kinder oder sogar sehr viele sind. Und ähnlich verhält sich das mit der Müdigkeit auch. Wir erleben also immer mehr, dass Patienten unter Müdigkeit leiden. Manchmal melden sie sich mit diesem Symptom auch an. Und ganz häufig ist es aber einfach ein Teil von anderen Sachen, dass einfach dann beim Fragebogen, den man bei uns vorher ausfüllt, angegeben wird, ja, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen. Und wenn man da jetzt etwas genauer hinschaut, dann gibt es da auch Unterschiede, ne, zwischen Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Ne, eine Zeit lang, 2007 habe ich in der Psychiatrie angefangen zu arbeiten. Da wurde das alles noch so ein bisschen ist irgendeine Art von Depression zusammengefasst. Psychiatrisch gesehen ist auch das Thema Depression vielschichtiger geworden. Dann hat sich irgendwann die Diagnose CSF, chronisches Fatigue-Syndrom, als mehr oder weniger anerkannte Diagnose etabliert. Aber das zeigt einfach auch, dass das im Steigen ist. Jetzt haben wir ja mehrere Faktoren. Also mir kommen jetzt einige Dinge in den Kopf, natürlich auch so Umweltbelastung. Aber wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, wenn ich jetzt bei meinen Großeltern zu Besuch war, da gab es immer Mittagsschlaf. Ja, genau. Weißt das du, ist wo richtig, ich denk? Das ist richtig. Es ist schon so, dass wir physiologisch gesehen zwei Tiefpunkte am Tag haben. Wenn der Cortisolhaushalt normal funktioniert, dann habe ich eher um 8 Uhr eine Hochphase. Ich habe um 12 Uhr ein kleines Tief. Also ich versuche das mal so ein bisschen vorzumachen. Ich fange oben an, im Vormittag, dann geht es nach dem Mittagessen noch mal ein bisschen hoch, aber nicht auf den Ausgangspunkt. Am Nachmittag habe ich so um 4 Uhr rum auch noch mal so einen Tiefpunkt, geht es auch noch mal ein bisschen hoch und dann geht es schließlich runter und ich kann dann roundabout um 22 Uhr schlafen, wenn die Hormone normal funktionieren. Also das ist schon in Ordnung, auch wenn ältere Menschen sich zum Mittagsschlaf hinlegen, auch wenn jüngerer Mensch, also ein heutzutage Powernap genannt, Mittagsschlaf macht, der vielleicht nur 10 bis 20 Minuten dauert, dann habe ich auch einen Schlaf erreicht, der meinen Nachtschlaf in der Regel nicht stören sollte. In der Regel ist es aber so, dass wir uns die Mittagszeit als Ruhezeit oft gar nicht mehr gönnen oder auch an heißen Tagen, wie wir sie jetzt ganz viel hatten, keine Siesta machen, sondern einfach einen Kaffee trinken und dann weiterarbeiten. Also das machen sehr viele Menschen. Und das sind natürlich keine artgerechten Lebensbedingungen. Vielfach haben wir nicht die Wahl. Manchmal können wir ein bisschen was ändern. Selbst eine Mittagspause, die, wenn man die Möglichkeit hat, vom Arbeitsablauf und Arbeitgeber her vielleicht eine halbe Stunde länger zu machen, lieber eine halbe Stunde später gehen. Auch da Rattenschwanz, der hinten dran hängt. Ne? Wenn man Kinder hat, ist es auch wieder problematisch. Also entweder pusht man sich oder man gönnt sich vielleicht mal so einen Nap. Ich denke, das sind aber Sachen, wo man vielleicht denkt, das ist naheliegend, ne, dass das mit ursächlich ist. Und das spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber die eigentlichen oder
Ursachen, denke ich, sind noch tiefer liegend. Mhm. Ja, also warum funktionieren vielleicht die Hormone nicht mehr? Warum funktioniert der Cortisolablauf nicht? Da kommen wir in den Bereich der Nebennierenschwäche sicherlich auch, aber da kommen wir auch in den Bereich der, ich nenne das jetzt einfach mal Neurotoxikose, also Gifte, Toxine, die auch auf das Nervensystem gehen, die auch auf das Gehirn gehen. Jemand, der chronisch müde ist, hat häufig auch Brain Fog, also Gehirnnebel, fühlt sich ein bisschen umdämmert im Gehirn oder hat öfter mal Wortfindungsstörungen, sagt ein anderes Wort, als er eigentlich sagen wollte. Oder wie war jetzt noch der Name? Wie war jetzt noch der Name? Wie war die Telefonnummer? Sagt man ja heute schon nicht mehr. Ne? Ja, genau. Solche Sachen gehen dann oft Hand in Hand. Oder auch ein gestörter Nachtschlafrhythmus. Ich habe gar nicht so viele Patienten, die schlecht einschlafen können, aber durchschlafen ist, ich glaube sogar statistisch gesehen, bei 60-80% der Menschen mittlerweile nicht mehr möglich. Ja, oder dass Menschen keine ausreichenden Tiefschlafphasen haben. Ich habe auch die Extremen, die das selber messen und dann sagen, ich habe gar keinen Tiefschlaf, ich regeneriere mich nicht und ich habe das Gefühl, ich bin die ganze Nacht wach, ich regeneriere mich nicht. Das kann der Körper eine ganze Weile, im schlimmsten Fall sogar Jahre und auch viele Jahre durchhalten. Ich will jetzt nicht sagen, dass einem damit durchgeht, aber man stirbt so schnell nicht daran. Mhm. Wie manche Menschen denken. Das Gehirn arbeitet sehr interessant. Wenn wir aufrecht sitzen, dann weiß das Gehirn eigentlich, oh, wir sind wach. Und wenn wir uns hinlegen, funktioniert das Gehirn anders. Mhm. Das ist auch, wenn ich meditieren möchte. Ja, ich kann anders meditieren im Sitzen, als wenn ich liege. Ja, einfach, ne, oder meine Konzentration, meine Gedanken, meine Entspannungsmöglichkeit hängt allein schon davon ab, in welcher Position sich mein Kopf befindet. Und wenn er einfach in der Liegeposition ist, der ganze Körper flach liegt, dann ist der Körper durchaus in der Lage zu einer gewissen Regeneration. Ich kann nicht alle Effekte dann mitnehmen, die ein guter Tiefschlaf mit sich bringen würde, aber es bringt schon was. Und das hält uns auch unter Umständen jahrelang am Leben. Ne? Es ist erstrebenswert, dass es besser ist, aber es sollte jetzt nicht sagen, Panik verursachen, weil dann wird es oft noch schwerer, tief und gut zu schlafen. Ja, für viele Menschen ist ja die Herausforderung, wo setze ich jetzt an? Genau. Es kommen ganz viele Patienten, auch jetzt gerade war eine Welle, machen Sie, dass ich schlafe und dann wird alles wieder gut. Ja, ist jetzt nicht ganz so leicht. Wir haben zwar ein gewisses Repertoire an biologischen Mitteln, um den Schlaf zu fördern. Aber da muss man sagen, je nach Schwere der Schlafstörung oder der Müdigkeit wirken die nicht so gut wie eine klassische Schlaftablette, für die ich jetzt nicht Werbung mache, bitte. Aber es ist eigentlich umgedreht, sondern wenn ich an anderen Punkten im Körper ansetze, wenn ich den Körper aufräume, wenn ich mich um die Leber kümmere, wenn ich Stresshormone reguliere oder abbaue, dann kommt der Schlaf. Der kommt nicht unbedingt als erstes Symptom zurück. Sondern wenn ich anfange, Ursachen zu behandeln und von der Tiefe her zu regulieren, dann arbeitet der Körper mit. Ich sag mal ein Beispiel. Ich habe heute Morgen Blutwerte angeguckt von einer Patientin, die das Gefühl hat, es geht noch nicht so richtig weiter. Und dann konnte ich ihr kurz feedbacken. Sie hatte mich per E-Mail was gefragt. Und dann habe ich gesagt, okay, wissen Sie was? Ich sehe super viele Veränderungen in Ihrem Labor. Ja, und zwar in Richtung von, wir haben Defizite aufgefüllt, da gibt es Werte, die haben sich sehr erholt. Und ich sehe typische Veränderungen, wie ich sie bei einer aktiven Entgiftung sehe. Mhm. Ja? Und der Körper räumt aber immer in seiner Reihenfolge auf. Also wenn ich was gelernt habe in den letzten Jahren, ist der Körper räumt in seiner Reihenfolge auf und nicht unbedingt in der, die wir gerne hätten. Und jetzt muss man einfach mal abwägen, wie wichtig ist jetzt, dass der Schlaf besser wird, muss man, wie tief greife ich da ein? Und das andere ist, ich habe auch mal kurz im Schlaflabor gearbeitet. Wir machen auch 24 Stunden HRV, also Herzratenvariabilitätsmessungen, wo wir auch sehen können, sind Tiefschlafphasen vorhanden oder nicht. Oder es gibt andere Möglichkeiten, kleine Geräte sich selber zu tracken. Und da stellt man auch manchmal
kommt auch das Krankheitsbild an, aber jetzt also auch bei Menschen das Gefühl haben, ich schlafe nicht, kann man durchaus feststellen, die schlafen schon. Mhm. Die schlafen schon, aber da ist wirklich was entkoppelt irgendwo im Gehirn. Mhm. Was ich jetzt so spannend fand, auch dieses Thema Hormone, Wassereinlagerung, da hatte ich ja auch so diese Thematik, wo ich dann auch mit dem wurzelbehandelten Zahn und so das Theater hatte, aber bin dann wirklich auf diesen Rosenwurz und 5-HTP, Progesteron und kannst du mal zu den Sachen was sagen? Weil ich hatte wirklich das Gefühl, dass die wirklich was bewegt haben. Ja, also Rosenwurz, Rhodiola, ist ein Adaptogen, eine ganz tolle Pflanze. Adaptogen heißt immer, es erhöht die Anpassungsfähigkeit des Nervensystems. Mhm. Auch zwei weitere aus der Rubrik, die ich sehr gerne habe, ist das Ashwagandha und auch das Astragalus. Das Ashwagandha, aber die haben ein bisschen alle drei unterschiedliche Wirkspektren und Schwerpunkte. Das 5-HTP ist ja 5-Hydroxytryptophan und damit eine Vorstufe von Serotonin und damit eine Vorstufe von Melatonin. Das heißt, ich kann am Tag meine Stimmung heben und den Nachtschlaf fördern. Bei Menschen, sag mal, wo die Schädigung nicht zu weit vorangeschritten ist, ne, kann ich da manchmal sehr schnell, oder jemand, der mehr oder weniger gesund ist, hat vielleicht gerade eine stressige Phase, schläft dadurch unruhig, der nimmt 5-HTP. Das kann durchaus sehr zügig wirken, ohne dass jetzt viel weitere Maßnahmen nötig sind. Kommt aber auf die eigentliche Ursache so ein bisschen an. Ich frage eigentlich immer, ne, wie ist das Einschlafen, wie ist das Durchschlafen, wie ist die innere Unruhe? Also es gibt ja Menschen, die sind wahnsinnig erschöpft und sind gleichzeitig wahnsinnig unruhig innerlich, haben trotzdem Gedankenkreisen, auch wenn die wir sind und manchmal zum Abbrechen neigen. Ich frage auch manchmal schon, wie die Kindheit war. Wie waren die in der Schule? Waren das so Träumerle oder hat der Lehrer den Eltern gesagt, das Kind war unterfordert? Ne, hat man ohne zu lernen so wusch easy durch die Schulzeit gekommen? Das gibt mir immer schon Hinweise darauf, wie der Gehirnstoffwechsel ist oder die Veranlagung ist. Das heißt, da kann man quasi, oft arbeite ich nicht mit 5-HTP, sondern gehe quasi noch einen Schritt davor und greife regulierend in den Hirnstoffwechsel ein, aber nicht, ich nenne das jetzt mal regulierend, nicht manipulierend. Ja, mit dem 5-HTP dränge ich schon fast so ein bisschen in eine Richtung, gebe ich schon sehr klar vor. Ich kann nur quasi noch einen Schritt davor machen und zum Beispiel mit SAM arbeiten. Beim SAM bitte nicht einfach nachmachen. Dafür muss man auch ein paar Hintergrundinformationen haben, wann ich das einsetze und welche Nebenwirkungen das haben kann. Und es braucht einfach bestimmte Kofaktoren. Ne? Wenn ich B-Vitamine brauche, ich brauche Zink, ich brauche Vitamin C, ich brauche Magnesium. Und das ist schon eine wichtige Basis, dass da keine Defizite sind, um ausgeglichene Neurotransmitterhaushalt zu haben. So, und dann gibt's zwei Lager, ob das manchmal eher das SAM ist, was ein bisschen eher beruhigend wird. Ist das eine Aminosäure oder? Ja, das SAM bedeutet S-Adenosylmethionin und das ist ein ATP-Molekül gekoppelt an Methionin, was eine Aminosäure ist und ATP ist unser Energiemolekül. Okay. Mit dem SAM habe ich viele Vorteile. Aber bitte nicht einfach nachmachen. Es entgiftet die Leber. Wenn man es regelmäßig einnimmt, ist es ein leichtes Schmerzmittel. Es ist wie ein Antidepressivum. Es ist aber auch ein bisschen ein Antidot zum Dopamin. Das meinte ich auch mit den zwei Lagern. Deswegen, man muss ein bisschen wissen, wie man es einsetzt. Ich erhöhe damit durchaus auch den Serotonin- und den Melatoninspiegel. Also es ist eigentlich eine super Sache. Man muss aber ein paar Details dazu wissen und welche Kofaktoren in welcher Dosierung man dazu gibt. Weil sonst kann ich auch ungewollte Wirkungen haben dadurch. Man darf es eben nicht einsetzen bei Parkinson und bei bestehenden Antidepressiva, wenn das schon gegeben wird. Da muss ich jetzt sagen, ich bin halt Facharzt für Psychiatrie. Ich habe Erfahrung mit Antidepressiva. Wenn jetzt mal, sag mal ein Beispiel, jemand kommt mit Venlafaxin, hat schon mal 225 Gramm vorher genommen und ist jetzt auf 150 Milligramm und
hat noch genug Wirkung, hätte aber ein bisschen gerne mehr. Ich habe aber gesehen, der hat mit 225 Milligramm keine Nebenwirkung gehabt. Oder ne, man kann es ja überdosieren. Dann würde ich mal mit einer kleinen Prise SAM manchmal auch 5-HTP reingehen. Aber da muss ich einfach sagen, da bin ich auch Facharzt. Ich habe die Erfahrung, ist jetzt nicht ungefragt zum Nachahmen geeignet. Weil sonst kann es auch mit dem Serotoninstoffwechsel irgendwelche Probleme geben. Genau, also Serotonin kann man auch übertreiben und das kann dann auch ungute Nebenwirkungen bis gefährlich geben. Mhm. Deswegen bitte nicht einfach nachahmen. Aber umso trauriger, dass wenn zum Beispiel jetzt, vielleicht guckt ja jemand zu, dem geht's gerade nicht gut und ist jetzt zum Hausarzt gegangen und der sagt hier Antidepressiva, kriegt man ja schnell, ist da jetzt keine Challenge mittlerweile. Wäre es dann nicht ratsam zu sagen, ah, ich probiere mal hier Rosenwurz, 5-HTP, ja, auf einfach jeden mal Fall. Präventiv. Auf jeden Fall. Also Rosenwurz ist auch ein Mittel, was an den Mitochondrien ansetzt, also unsere Energie verbessern kann. Es ist nicht in dem Sinne ein reines Antidepressivum, hat aber auch da sehr gute Wirkung. Und das 5-HTP auch. Aber wie gesagt, also Depression ist nicht gleich Depression. Es ist nicht zwingend einfach ein Serotoninmangel. Ich komme noch mal kurz auf das Dopamin zurück. Es kann genauso gut ein Dopaminmangel sein. Und dann liege ich zum Beispiel mit dem SAM falsch und erreiche mit dem 5-HTP nicht viel. Da hatte ich eine Patientenanmeldung, da war das ähnlich. Der hat dann einfach Serotonin-Wiederaufnahmehemmer bekommen oder die SSRIs oder SNRIs, also Serotonin-Noradrenalin-Reuptake-Inhibitoren. Der hat dann, da wusste ich schon, die Medikamente, die er vorher bekommen hat, haben null gewirkt. Nee, so war das. Er hat ein Antidepressiva gehabt, was noch auf einem anderen Schenkel wirkt, was man nicht als erste Wahl benutzt und hat dann eben auch mal 5-HTP ausprobiert und gesagt, das hat gar nicht gewirkt. Nee, sagt er, das hat nicht gewirkt. Ja, ich denke, das ist für mich als Psychiater war das dann völlig klar, dass das nicht gewirkt hat. Muss ich auf einem anderen Schenkel ansetzen. Ja. Und was bei Männern manchmal häufiger ist, ist eben Dopaminmangel und kein Serotoninmangel. Das ist dann auch Männer eher reizbar sind oder die suchen unter Umständen eher einen Kick. Beim Autofahren, beim Motorradfahren, auch beim Sex. Ja, auch ein erhöhter Sexualtrieb kann auch mal Neurotransmitter-Unausgewogenheit sein und das muss auch nicht zwingend mit Testosteron zu tun haben. Dann setze ich da therapeutisch auch nicht mit dem SAM an und auch nicht mit dem 5-HTP, dann muss ich nochmal anders therapieren. Auch wenn es von der Nebenniere ausgeht. Wenn ich jetzt sicher bin, es ist eher die Nebenniere, die Müdigkeit, dann muss ich eben abwägen, ist wirklich das SAM oder das 5-HTP das Richtige? 5-HTP könnte eine gute Brücke sein, aber es ist dann auch, würde ich dann wieder anders therapieren. Ja? Wie könnte ich denn rausfinden, ob es die Nebenniere ist? Entschuldigung, wenn ich noch kurz frage, aber wenn jetzt Leute wirklich auch private Herausforderungen hatten und Stresssituationen, dann kann es ja dazu kommen, dass wirklich die Nebenniere irgendwann so ein paar Monate später... Ja, also ich meine, das dauert schon, bis die dann in die Knie geht. Da ist schon vorher was im Körper los. Und die Nebenniere, würde ich jetzt sagen, da sind wir bereits auf der Symptomebene. Wenn ich jetzt ursächlich angreife, setze ich eigentlich noch an früheren Punkten an. Das heißt, wie geht's denn eigentlich der Leber? Wie ist denn der Vergiftungszustand? Was wir noch gar nicht so erwähnt haben, wie sieht's mit Viren aus? Ja, auch ein Fatigue-Syndrom kann auch nach einer klassischen Influenza oder Pfeiffer'schen Drüsenfieber auftreten. Ein Epstein-Barr-Virus ist ein Virus, der lebt, ne, der gehört zur großen Gruppe der Herpes-Viren. Da weiß man, wenn man hier so ein Bläschen hat und das ist wieder weg, wissen eigentlich alle Menschen, der Virus heißt, ist nicht tot oder aus meinem Körper raus. Und so ist es mit anderen Viren auch. Ne? Wenn ich dann Stress habe, freuen die sich, wenn ich Mineralstoffmangel habe, wenn ich zu viele Toxine habe, wenn ich einen Vitaminmangel habe, dann können die Viren da Party machen und das kann sich eben auch in Müdigkeit und Brain Fog, Bauchproblemen äußern. Wenn jetzt ein Patient zu dir kommt und sagt, ich bin einfach müde, abgeschlagen, keine Ahnung, ob ich Depressionen habe oder was auch immer, was sind für dich jetzt, wenn wir jetzt Zuschauer haben, die wichtigsten Faktoren, um wirklich nachzuschauen, dass man auch was in der Hand hat, wo man dann sagen kann, hier,
ich möchte den und den Wert jetzt überprüft haben, um mal für mich zu gucken, in welche Richtung geht's hier eigentlich. Ich bin da eigentlich gar nicht so ein Biodoktor, der für Tausende von Euros oder Franken Labor macht. Ja, also es gibt Patient, der solche Symptome hat, da werde ich in der Regel schon in relativ einfachen Laborwerten fündig. Und es ist eben so, im Krankenhaus habe ich nicht gelernt, wie ich allein das Blutbild analysiere. Das Blutbild ist im Übrigen nicht alle Leber- und Nierenwerte und so weiter, sondern Blutbild bedeutet die Zellen des Blutes. Die roten und die weißen Blutkörperchen und die Blutplättchen. Ich habe extrem selten Patienten, die bereits dort null Auffälligkeiten haben. Ja, und wenn es eine grenzwertige Anämie ist, wenn es diese komischen Buchstaben, die dann immer dabei stehen, MCV, MCH, MCHC, die, tut mir leid, selbst viele Kollegen, zumindest die Jüngeren oft in den Krankenhäusern gar nicht interpretieren können oder einfach ignoriert werden, wo ich schon Mangelzustände, in der Regel B12 oder Folsäure ablesen kann, dann sehe ich schon auch, da ist was los. Habe ich schwerere Entzündungen, dann verändern sich die Blutplättchen bereits. Wir machen die Untergruppen der weißen Blutkörperchen. Ich habe nicht selten erhöhte Lymphozyten, was einfach für eine Virusaktivität spricht. Das sind die weißen Blutzellen, die gegen Viren arbeiten, und habe allein mit dieser extrem preiswerten Maßnahme eine Menge Aussage, wenn ich es interpretieren kann. Ja, wir machen den Homozysteinwert regelmäßig. Der Homozysteinwert gibt mir Auskunft über B6, B12 Folsäuremangel, gehört dabei nicht zu den allerbesten Werten, die man machen kann, aber der ist so oft erhöht, dafür brauche ich dann keine noch genauere, noch teurere Untersuchung machen, wenn ich das Blutbild gleichzeitig dazu angucke. Ja, ein B12-Wert im Serum einfach zu bestimmen, ist so genau, da kann ich auch eine Münze werfen. Ah. Ja, ich habe auch noch nicht erlebt, dass angeblich sei das Holotranskop-Alarmin ja aussagekräftig. Ich habe ganz viele Menschen mit einem deutlichen B12-Mangel rausgefischt, wo der Holotranskop-Alarmin-Wert in Ordnung war. Den halte ich für absolut unaussagekräftig. Und wie diagnostizierst du dann den Mangel? So wie ich es gerade erklärt habe. Mit dem Blutbild, mit dem Homozystein. Okay. Und da habe ich schon, das ist sowas Häufiges und das ist nicht vegan oder vegetarierspezifisch, das haben alle Menschen, dass ich mir die anderen Untersuchungen fast immer schon sparen kann. Mhm. Ja, der ganzheitliche Blick, ja. Und es gibt bei den anderen Blutwerten, die durchaus gängig sind, Enzyme, die extrem zinkabhängig sind, da kann ich einfach schon, wie auch bei ganz vielen Menschen, schon Zinkmangel, ohne dass ich da andere Untersuchungen machen muss. Also das ist sehr aussagekräftig. Es gibt Stoffwechselwerte, die mir eine Menge erzählen können. Es gibt Werte, die mir die Leberfunktion widerspiegeln können, auch ohne dass ich da Wahnsinnsuntersuchungen, die ich mit Expressboten ins Labor schicken muss, machen kann. Ich rede dabei nicht von den Leberwerten. Das sind Leberzellwerte, geben mir einen Leberzellschaden an. Also liebe Leute, wenn da was auffällig ist, dann geht es der Leber richtig schlecht, wenn die Nierenwerte auffällig sind. Also Leber-Nierenwerte werden eigentlich erst auffällig, wenn bis zu 2/3 der Organfunktion schon nicht mehr in Ordnung sind oder der Zellen. Ja, und nur zu sagen, hey, die Werte sind unauffällig, mit Leber und Niere ist alles gut, das ist ein bisschen blauäugig. Ja, das finde ich auch immer. Da kommen die Leute wie ein Schluck Wasser in der Kurve vom Arzt und sagen, meine Blutwerte sind super und ich denke. Wenn ich richtig zuhöre, wenn ich frage, gibt es ein Mittagstief, gibt es ein Nachmittagstief, also ich merke es auch an mir selbst. Wenn ich gut entgiftet bin, dann macht es wirklich, habe ich eine innere Uhr, die macht um 22 Uhr, zack, dann bin ich innerhalb von 5 Minuten, so, jetzt muss ich ins Bett gehen. Ja, da weiß ich, cool, funktioniert. Und also ich kann mit einer richtigen Anamnese schon ganz viel herausfinden. Ich kann auch mit einer körperlichen Untersuchung einiges herausfinden. Ich hinterlasse zum Beispiel bei sehr, sehr vielen meiner Patienten Fingerabdrücke, wenn ich die untersuche. Ja, dann weiß ich schon, die haben total gestörtes Milieu. Das sind sekundäre Wassereinlagerungen, vielleicht auch ein bisschen. Früher hat man so einen Begriff wie Schlacken im Gewebe gesagt. Das ist vielleicht jetzt nicht ganz fachmännisch, aber macht vielleicht eine Idee, was das ist. Eiweißablagerungen sind es in der Regel.
Und so kriegt man schon unglaublich viele Informationen, wo man sagen muss, okay, ich muss vielleicht nicht in der ersten Blutentnahme jetzt ein Wahnsinnslabor machen. Mhm. Ich habe viele Patienten, wo ich sage, wir machen jetzt das und das und das, gucke die Laborwerte an, dann kommt das Feintuning der Therapie und dann gucke ich, haben die bisher auf die Therapie angesprochen oder nicht, und dann steht mir immer noch die Möglichkeit offen, dass man da tiefer geht in die Laboranalyse. Super. Was ich ganz richtig und unglaublich gerne mache, ist ein VNS, also die Analyse des vegetativen Nervensystems, preiswerte und unaufwendige Methode, um zu gucken, hey, wo steht jemand gerade mit seinem unwillkürlichen Nervensystem, also Parasympathikus und Sympathikus. Ich sehe nicht selten Menschen, die mit ihrem Parasympathikus gar nicht regulieren können und der Sympathikus hoch ist, aber auch manchmal umgedreht, ne, dass der Parasympathikus die Überhand hat und dann kommt jemand gar nicht genug in die Aktivität. Mhm. Mhm. Ich könnte jetzt stundenlang noch mit dir reden. Es ist so schön, was du da hier alles so auf den Tisch bringst. Ich denke, wir werden noch in weiteren Sendungen einfach vielleicht dann nochmal die einzelnen Themen nochmal intensivieren. Wenn jetzt aber der Zuschauer sagt, okay, ich möchte da jetzt mehr für mich rausnehmen, ich brauche da mehr Informationen, was gibt's da für Möglichkeiten? Natürlich darf er sich gerne an uns wenden. Ja, wir sind im schönen Schwilbrunn in der Schweiz und das ist das Biomed-Center Sonnenberg. Wir haben da verschiedene Diagnostikmöglichkeiten, wir haben verschiedene therapeutische Möglichkeiten und natürlich uns die Ärzte. Super, ja, und darauf kommt es ja an. Ist ja wirklich dieses Blutbild lesen können, damit steht und fällt ja sowieso das Ganze, gell? Und dann die Umsetzung, die individuelle. Genau. Schön. Vielen Dank, Alexandra, dass du da warst. Ich freue mich, dich bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Und ja, bis dann. Bis dann. Liebe Zuschauer, chronische Müdigkeit. Ja, der ein oder andere kennt es sicherlich. Und da gibt's doch immer wieder ein bisschen Werkzeug an die Hand von unseren Gästen, um aus dieser, ja, Müdigkeitsfalle wieder rauszukommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wundervolle Zeit wünsche ich Ihnen und bis bald. Tschüss.